Ich kann nur aber sagen, für mich wäre das, wie gesagt, ein Albtraum. Das ist genau das Gegenteil von dem, was mir gut täte. Wir haben Menschen gefunden. Quinn. Quinn macht gerade noch sein Abi. Ja, der hat auch ein Auto, das können wir alle schön mitbenutzen. Ne? Das Benzin zahlt natürlich er, ist ja sein Auto. Also, es geht offenbar darum, von T-Shirt bis Matratze, diese WG teilt sich fast alles. 37 Grad Leben trifft 5 Menschen um die 20, die Gemeinschaft leben, statt nur nebeneinander zu wohnen, als funktionale WG. Ich ahne Fürchterliches. Ich habe nicht bewusst nach einer funktionalen WG gesucht, sondern bin einfach so darauf gestoßen. Wir teilen uns ziemlich viel, also Räume, unter anderem halt dann auch Betten, Klamotten. Was heißt denn das jetzt? So teilt ihr euch wirklich alles? So voll krass, gar keine Privatsphäre. Das WG-Zusammenleben ist auch so ein Stück weit Utopie. Ja, aber sie müssen ja auch alle die gleiche Kleidergröße haben, wenn sie sich Klamotten teilen. Sonst geht's ja nicht. Ne? Aber scheint wohl so zu sein. Hey, fühlst du dich gemütlich? Ja, es ist schon ein bisschen bequem. Der Worst Case wäre für mich jetzt, wenn ich mich einfach mit den Leuten dann doch nicht verstehe und ich müsste jetzt wieder ausziehen. Das ist wohl wahr, ja. Das gilt aber auch für jede WG. Hallo, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Das ist unsere WG. Ach Gott. Wo du schon im ersten Moment schon gleich weißt, was das für Menschen sind und was für eine Weltanschauung die haben, ne? Für alle, hallo, schön, dass ihr da seid. Also, wie er die Tür aufgemacht hat und jetzt das Reporter-Team da begrüßt hat, da wusste ich schon sofort, okay, alles klar. Hier in die WG würde ich nicht einziehen wollen. Wir wohnen hier momentan noch zu viert, in einer Vier-Zimmer-Wohnung mit etwas über 100 Quadratmetern. Ich bin Toni, ich bin 21 Jahre alt, benutze neutral oder R-Pronomen und ich wohne in einer funktionalen WG. Was? Er nutzt neutrale, was für Pronomen? Ach so, so stellen die sich schon mal vor. Ach du Scheiße. Und das scheint irgendwie bei allen Voraussetzungen zu sein, dass sie irgendwie Farbe im Haar haben müssen, oder was? Andere Menschen fragen meistens. Oh, hier. Hausratversicherung. Leisten anbringen. Schilder für Türen. Kellerschloss. Dusch. Duschsit. Dusch mit. Was? Wäscheleien. Beim WZS requirieren. Zweiten Klodeckel reparieren. Kühlschrank, Spülmaschine, Whiteboard-Anschaffung, Klamottenkisten. Aha. Ist halt erstmal so, was ist das? Also habe ich noch nie gehört. Ich bin Lasse, ich bin 21 Jahre Eben hat sie alt und orange, benutze rot. Guck mal, R-Pronomen jetzt hat sie und wohne pinke in einer Haare und jetzt hat sie funktionalen grüne WG. Haare. Was hat sie für Pronomen? Was hat sie für ein Problem? Das ist jetzt das Wohnzimmer mit Nee. seinen Manöl-Ponys. Jahre alt und benutze R-Pronomen und wohne in einer funktionalen WG. Sie benutzt R-Pronomen. Also, sie möchte als R angesprochen werden, oder wie? Oder ist der Buchstabe R gemeint? Ich benutze nur Pronomen, die mit R beginnen. Das ist jetzt das Wohnzimmer mit Salmonellenponys. Hallo. Ich bin Rumi, ich benutze neutrale Pronomen. Geht alles mal alles so schnell. Was ist denn das bitte für ein spießiges Wohnzimmer? So, Oma er hat da doch normalerweise eingerichtet. Hier, diese Lampe hier, diese da hinten, diese alten Sofas. Du meine Güte. Mit seinen Manöl-Ponys. Hallo. Ich bin Rumi, ich benutze neutrale Pronomen, also they oder Mensch. Ich bin 24 Jahre alt. Ach so, day, also zumindest wird mir was erklärt. Ich benutze neutrale Pronomen, day oder Mensch.
Sie möchte also nicht als sie angesprochen werden, ne? Weil das ist nämlich gleich sexistisch und diffamierend, wenn du jetzt mich als Frau siehst, ne? Also passion auf, was du sagst. Und studiere Geschlechterforschung und Soziologie. Ja, das sind genau die Studienfächer, die ich jetzt auch erwartet hätte. Ich habe ja auch ein paar Semester Soziologie studiert. Und ich habe ja unter anderem auch deshalb mit Freunden dann irgendwann aufgehört, weil ich auch damals schon mit solchen Leuten in dem Studium zu tun hatte. Entsetzlich. Ich bin Juli, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Geografie. Ich bin gerne in der Natur und gehe auch gerne Containern. Und er hat offenbar keine spezifische Wahl getroffen, wie er mit welchem Pronomen er angesprochen werden möchte. Offenbar der einzig einigermaßen basierte in der WG. Ach was. Für mich bedeutet funktionale WG, in einer WG zu wohnen, in der wir unsere Räume und auch die meisten unserer Ressourcen miteinander teilen. Wir teilen uns ziemlich viel, unter anderem halt dann auch Betten, Klamotten, Kunstsachen, Elektrogeräte. Keine eigenen Zimmer? Das ist ja eine Horrorvorstellung. Keine eigenen Zimmer zu haben. Keinen Rückzugsort in der WG zu haben, wo ich mal die Tür abschließen kann und sagen kann, so, nee, du schließt jetzt hier bitte nicht ab, ne? Das ist alles unser gemeinsames hier. Und wenn ich jetzt hier neben dir schlafen will, dann hast du das bitte zu akzeptieren. Oder was? Das ist ja entsetzlich. Ich brauche nochmal einen Tee auf den Schreck. Um Himmels Willen. Ich bin nach 3 Minuten bin ich schon entsetzt über das, was wir uns hier angucken müssen. Geologische Erfahrung. Ich grab in Mülltonnen hier. Oh Gott. Da würde ich durchdrehen, aber wirklich, du. Ich bin ja kein WG-Typ, noch nie gewesen. War für mich immer eine Horrorvorstellung. Ich habe nie in einer WG gewohnt, hätte ich auch nie gewollt. Weil das ist wirklich auch, aber das hier ist wirklich eine Horrorvorstellung. Also, nee, da würde ich kaputt gehen. Ich hätte innerhalb von einem Tag, wäre ich mit allen auf Kriegsfuß in der WG. Wir haben uns dazu entschieden, noch eine 5. Person zu suchen, weil wir gemerkt haben, in so einer 4-Zimmer-Wohnung mit 4 Leuten kann man sich noch relativ gut aus dem Weg gehen. Und das ist ja eigentlich, was wir vermeiden wollen. Also wir wollen halt mehr Kontakt zueinander haben. Ich kann mal den Anfang unserer WG... Das sind wir auch dafür, dass mehr Flüchtlinge ins Land kommen, ne? Weil wir wollen uns ja alle nicht mehr aus dem Weg gehen. Ne? Wir wollten uns ja alle miteinander konfrontieren. Und deswegen holen wir jetzt auch noch eine 5. Person in die 4-Zimmer-Wohnung. Oh, nee, Leute. Früher wäre sowas bei Extra 3 gelaufen, als Extra 3 noch gut war in den 80ern. Heute wird sowas als irgendwie vorbildhaft und toll uns erzählt und verkauft. Unseres Gesuchs vorlesen? Wir wohnen funktional, das heißt, keins von uns hat ein eigenes Zimmer. Es gibt zwar einen Schlafraum, trotzdem steht in jedem Zimmer weiterhin ein Bett. Wir nutzen alle Räume, wofür sie da sind. Wir haben auch verschiedene Rückzugsmöglichkeiten, falls manchmal einen eigenen Space braucht. Uns ist auf jeden Fall wichtig, dass die neue Person halt ähnliche Werte hat wie wir. Also der Mensch muss halt kommunikativ sein, ähnlich politisch eingestellt sein. Wir haben uns diesen Raum hier so geschaffen, wie wir ihn leben gerade. Und damit sind wir sehr zufrieden und den wollen wir aber auch erhalten. Das sind doch Keimzellen für Terrorismus, oder? So ist die RAF entstanden, glaube ich. In solchen Keimzellen. Mit solchen Leuten, die zu nah zusammen waren und zu eng miteinander waren. Da kommt doch irgendwann eine Radikalisierung raus. Am Ende begehen sie gemeinsam Suizid oder irgendwas. Was weiß ich, was daraus folgt. Das ist das Schlafzimmer. Hier gibt es die Möglichkeit, für 4 Leute zu schlafen. Theoretisch können wir halt
alle in einzelnen Betten und in vier verschiedenen Räumen schlafen. Und teilweise können wir auch alle zusammen in einem Raum schlafen. Und ja, fickt auch jeder mit jedem oder was? Ist das dann auch mit inbegriffen? Weil das ist ja auch funktional, ne? Jeder rammelt mit jedem mal. Oder was? Wir haben ja auch einen geteilten Kleiderschrank, wo unser aller Klamotten drin sind. So, jeder kann einfach alles an. WG wäre für mich die Hölle. Ist mir zu wenig Privatsphäre. Ich brauche meine Ruhe. Absolut, ja. Ich auch. Absolut. Das ist wirklich, das ist ein Albtraum, was wir hier gerade sehen. Das ist schlimmer als jeder Horrorfilm, was wir hier gerade sehen. Unter Höcke wären die drei im Arbeitslager. Oh, nee. Dagegen war Andreas Bader ein rationaler Humanist, der aber wirklich... Wir brauchen eigentlich nur ein Enz, wo Geld mitbringt. Ja, ja, eben, genau. Das ist nämlich genau das. Ne? Du kaufst nämlich von deinem hart erarbeiteten Geld ein und packst alles in den Kühlschrank und dann kommen die anderen Aasgeier und fressen dir alles weg. Ja, das gehört uns ja auch. Das ist ja alles funktional hier, ne? Und wenn du dann sagst, ja, geh doch mal einkaufen im Supermarkt, damit ich von dir auch was wegfressen kann. Ja, nee, das ist jetzt aber unsolidarisch von dir, ne? Gott, oh nee. Nee, also ich würde schon nach einem Tag, wäre ich also wirklich, also entweder würde ich Amok laufen oder was weiß ich, würde ich machen. Das ist wirklich... Anziehen. Und die meisten Sachen passen uns auch allen. Und dann haben wir quasi alle 1000 Outfits. Hier drin sind unsere persönlichen Gegenstände, also so Unterwäsche und Socken. Aber zum Beispiel auch Gegenstände, die wir nicht teilen möchten, die tun wir dann in die Schublade. Aha. Das ist unser Kreativ. Der wird dann öfter mal reingeguckt in die Schublade, ne? Wieso willst du denn das nicht teilen? Ne? Hier deine Unterhose. Ich würde die auch gerne mal jetzt tragen, ne? Das ist jetzt... nicht okay von dir, dass du die jetzt irgendwie mit mir nicht teilen willst. Schlafzimmer, unsere Instrumente stehen auch hier und dann machen wir Musik hier drin, wenn wir es alleine machen. Oder reparieren hier unsere Kleidung. Das ist jetzt unser Arbeitszimmer. Und hier können bis zu 4 Leute gleichzeitig an Schreibtischen arbeiten. Und das ist auch noch einer von 4 Arbeitsplätzen, der einfach spontan noch mitbenutzt werden kann. Das ist natürlich richtige auch cool, Bums. So als einzelne Person so zu wissen, ich kann in alle Räume reingehen und je nachdem, wo ich gerade mich aufhalten will oder so, habe ich halt auch immer den Platz, mich da halt auszuleben. Und hier kochen wir, das ist unsere Küche. Ach, hier was. Teilen wir uns auch alles. Genau, ja, und gerade mache ich, gerade trocknen wir hier Hagebutten zusammen für Tee und Pulver. 3 von uns haben schon früher in einer WG zusammen miteinander gewohnt. Ich habe bei dem Anfang nur Senf und Salz und Pfeffer rangemacht. Ja, ich würde sagen, das ist sehr gut. Wir haben immer mehr angefangen zu teilen oder auch... Mal hat sie grüne, mal hat sie pinke Haare. Haben sie da an unterschiedlichen Tagen gedreht oder was? Oder Wochen oder was? Ja, gut, also ich meine, ganz ehrlich, die können mir nicht erzählen, dass das immer alles so harmonisch abläuft. Das, irgendwann knallt's, irgendwann gibt's da einen Punkt. Und wenn du nämlich dann plötzlich nicht mehr mitziehst nach deren Regeln, dann bist du sofort auch der Ausgestoßene in so einer Konstellation. Also, oje, oje. So diese eigenen Sachen in Frage zu stellen und dann war das irgendwie einfach... das Logischste, dass wir das so gemacht haben. Themen, die besonders wichtig waren abzuklären, sind individuelle Bedürfnisse. Ich hatte vor allem die Sorge, dass mir das an vielen Stellen so zu viel werden könnte und dass wir im Chaos... Also ich nehme mal an, dass hier, dass wenn da jetzt irgendwie einer, das ist, offenbar sind es alles Veganer, ne? Gut, das ist natürlich auch nicht verwunderlich. Das heißt, der Fünfte, der jetzt käme, der müsste sich ja erstmal sozusagen einer intensiven Prüfung unterziehen. Also ist er auch Veganer? Was hat er für eine Weltanschauung und so weiter? Da würden ja erstmal 20 Punkte erstmal durchgegangen, ob der überhaupt ins System passt, sozusagen, ne? Das Versinken. Aber ja, während wir hier so eingezogen sind, sind wir alle in diesen Prozess irgendwie gegangen und das hat miteinander mega gut funktioniert. Gut. Ich würde halt nicht sagen, dass wir Hippies sind, so. Ich
wir wurden schon mehrmals als Kommune betitelt. Finden wir eher lustig als schlimm. Meine Familie hat das erstmal so nicht ganz verstanden, warum ich das tue und kannte das Konzept halt auch gar nicht und hat halt so schon mehr Nachfragen gestellt, als ich das gewohnt war von anderen. Was heißt denn das jetzt? So teilt ihr euch wirklich alles? So voll krass, gar keine Privatsphäre mehr irgendwie? Und nachdem ich ihnen erklärt habe, dass das auch voll viel Sinn macht für uns und dass es mir gut dabei geht, war das eigentlich auch okay. Ja. Ich glaube, das reicht dann auch schon wieder so für 2, 3 Tage. Das dauert, denke ich, immer. Ja, das ist auch nicht gerade. Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall ist das halt so eine Solidargemeinschaft hier. Ich habe viel mehr das Gefühl, dass das sonst so im Alltag oder in der Gesellschaft auch verloren geht. Und hier hat man es halt mehr, dass alle für einen da sind. Ja, letztendlich ist es jedem selbst überlassen, wie er leben möchte. Ist ja in Ordnung, ne? Ich kann nur aber sagen, für mich wäre das, wie gesagt, ein Albtraum. Das ist genau das Gegenteil von dem, was mir gut täte. Wir haben Menschen gefunden. Quinn. Quinn macht gerade noch sein Abi. Ja, der hat auch ein Auto, das können wir alle schön mitbenutzen. Ne? Das Benzin zahlt natürlich er, ist ja sein Auto. In dem Fall ist es dann nämlich sein Auto, wenn es ums Benzin geht. Und ansonsten ist es nämlich unser Auto. Ne? Also da müssen wir jetzt hier mal erstmal klare Regeln schaffen. Was auch erstmal so eine interessante Situation war, weil wir ja alle studieren jetzt. Bei Quinn hatte ich direkt so ein vertrautes Gefühl. Meine Güte. Also das Gespräch ist... Also der äußerlich passt er ja überhaupt nicht in diese Community, in diese WG, ne? Gut geflossen und es kam auch in dem Gespräch durch, dass wir halt auch diese gleichen Einstellungen von so antidiskriminierendem Verhalten auch haben. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Ist das denn ein Surfbrett? Also wenn Quinn jetzt einzieht, wird es, denke ich mal, nochmal so eine richtig wuselige, aufregende Zeit. Es wird einfach ein neues Kennenlernen von uns vielleicht sogar und von der neuen Person. Wir haben uns ja jetzt so einmal in einem Video... Studieren die alle Geschlechterforschung oder was? Geschlechterforschung. Und später auf Kosten des Steuerzahlers dann irgendwie irgendwelche subventionierten Studies da irgendwie sich da damit Geld verdienen und sich durchs Leben schnorren oder was? Mein Gott. Die Casting gesehen. Und wie ist es halt wirklich, wenn man zusammenlebt? Der hilft da mal jemand? Der arme Kerl muss den ganzen Kram alleine da auspacken. Ne? Ja, nee, das sind ja deine Sachen. Ne? Unsere Sachen sind das erst, wenn du die über die Schwelle getragen hast in unsere Wohnung. Also vorher helfen wir da aus Prinzip nicht. Da musst du bitte alles alleine hochtragen. Für mich ist das auf jeden Fall ein wichtiger oder großer Schritt, weil halt eben das eine funktionale WG ist und ich mich einfach total freue, irgendwie so meine komplett andere Lebensart auszuprobieren. Also ich habe natürlich irgendwie ein bisschen Respekt davor, dass ich dann nicht mehr so meinen kompletten... Erstmal, wenn die Kartons werden erstmal gleich durchstöbert, ne? Na, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Au, das ist ja toll. Das nehme ich mir gleich mal. Das wird alles gleich erstmal gerupft, was er da alles mitbringt, ne? Weil das gehört ja allen, das gehört ja nicht ihm. Einen eigenen Rückzugsort habe und natürlich auch davor, dass ich die Leute gar nicht so gut kenne. Ja, das stimmt. Es fehlt noch ein POC, ne? Genau. Also eigentlich, das sind ja eigentlich nie alles Weiße, ne? Also, was ist denn hier, ne? Das ist ja rassistisch hier, ne? Alles Weiße. Da ist ja, also ein Schwarzer müsste ja nun schon dabei sein, ne? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir uns irgendwie alle halt gut verstehen. Der Worst Case wäre für mich... Stell dir vor, du würdest in dem Haus wohnen, hättest die als Nachbarn. Allein das würde schon reichen. Man muss auch nicht mal da mitwohnen. Es reicht schon, die als Nachbarn zu haben. Das ist doch... Ich jetzt, wenn ich mich einfach mit den Leuten dann doch nicht verstehe und dass ich dann halt irgendwann wieder entscheiden würde, ich müsste jetzt wieder ausziehen. Ich würde sagen, dass ich durch diesen Einzug einfach ein lockereres Verständnis von Besitz bekommen werde.
So, dass es mich dann nicht mehr so stört, wenn Leute meine Klamotten irgendwie ausleihen und mal irgendwie ein bisschen länger auch vielleicht nicht mehr zurückgeben. Ist das ein Anzug? Overall. Oh. Den habe ich beim Theater geschenkt bekommen. Richtig geil. Ja, ich denke halt, also vielleicht jetzt nicht so zur Schule, aber so auf Partys auf jeden Fall. Also habe ich vor. Vielleicht könntest du den Badesachen packen. Vielleicht. Zur Schule. Quinn dürfte bei jeder Klamotte entscheiden, dass die behalten wird. Aber wir gucken schon so, dass wir nicht mehr Klamotten besitzen, als wir benutzen oder dass die irgendeinen anderen persönlichen Wert zu uns haben. Wie das denn? Ihr werdet mich nur noch in diesen... Aber der muss auch noch Sachen wegschmeißen und aussortieren, wenn die Mehrheit das so will, oder wie? Was ist das denn? Also ehrlich, das wird ja immer abstruser, je länger wir das hier gucken gemeinsam, Leute. Ah. Ein Ding sehen. Das ist so ein Krümelmonster. Ja. Da ist auch ein Keks drin in der Tasche. Also ein Fake-Keks. Oh mein Gott. Ein Stück weit muss man natürlich loslassen lernen in so einer funktionalen WG. Also ich habe zum Beispiel diese Hose. Die finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Ist das eine Sporthose? Das ist eine Sporthose, genau. Wir haben ein paar kurze Sporthosen. Auch in Grau. Auch in Grau. Dann kann die halt eigentlich genauso gut auch weg. Ja, aber werden die auch erstmal gewaschen, bevor sie denn von jemand anders benutzt werden? Oder zieht der da auch die Hose an, wenn da von hinten schon eine Kackspur im Schritt ist oder was? Oder wie? Ich möchte darüber gar nicht nachdenken. Ja. Ich schon. Ah, du willst mal. Nein. Ich hab gedacht, du willst sie behalten. Ich find sie irgendwie auch ganz cool. Unsere andere besser. Okay. Find sie cool? Ja. Kann die kicken? Ja. 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 Dann kicken wir die. Hier sind so Romane, hier sind so politische Bücher und hier sind so, ja, so gemütliche Romane. Politische Bücher, ja. Ich glaube, Sarrazin und Akif Berinci haben sie nicht im Regal. Ich finde es mega aufregend, dass Quinn jetzt noch so viel mitgebracht hat und unsere WG da. Warte mal, das geht immer so schnell. Man soll das gar nicht so genau sehen, offenbar, ne? Was haben die da für Bücher? Das alte Kind, Zoe Beck. Die Eroberung des Brotes. Für Eile fehlt mir die Zeit. Ja, genau. Das ist die richtige Einstellung. Anton Wilson, Prometheus Rising. Antifaschistische Aktion, Geschichte einer linksradikalen Bewegung. Alles klar. So viel mitgebracht hat und unsere WG dadurch erweitert, das ist ja dann im Prinzip sofort Allgemeingut. Und dann macht es natürlich auch Spaß, erstmal drin zu stöbern, was jetzt noch zum Haushalt gehört. Ich finde das auch geil. Also für mich ist ja sowieso, für mich sind ja hier, das meiste ist hier neu und das ist ja alles irgendwie jetzt auch mit meins. Ich glaube, das wird schon ein bisschen dauern, bis ich... Ja, aber das ist alles irgendwie wie im Sozialismus sozusagen genau abgezählt. Und mehr darf es dann nicht sein, oder wie? Das heißt, wenn ich mir jetzt ein neues Buch kaufe, dann müsste ein anderes Buch dafür aussortiert werden, oder wie? Oder was? Komplett eingelebt bin. Ich frage mich einfach, wie es wird irgendwie auch mit, keine Ahnung, dass man dann doch mal seine Privatsphäre braucht oder dass man irgendwie... Also wie das dann, genau, wie das einfach alles so abläuft. Also, ja, aufgeregt auf jeden Fall. Muckefuck. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ah ja. George Orwell. Ja, das ist... Also lieber eine George Orwell-Dystopie als diese WG, würde ich mal sagen. Ach Gott. Jetzt ist ein Kind unterwegs und keiner weiß, von wem es ist. Einfach ab. Umi färbt mir jetzt gleich die Haare und dann werden mir auch noch die Seiten geschnitten.
Ich glaube, für uns ist es schon normal, aber es ist schon was Vertrautes, weil man einfach beim anderen Menschen was macht und es bildet schon so eine Brücke zur Intimität unter FreundInnen. Und selbst wenn das jetzt nicht ganz so gut werden würde, dann kann man sich die auch immer noch mal färben oder abschneiden. Ach, kann ich mich so vorlehnen, weil sonst ist das so. Boah, meine Finger werden danach so grün aussehen. Na gut, egal. Ich mach's dir dahin, wo es heller ist. Ich kann es mir schon gar nicht mehr mit braunen Haaren vorstellen. Also irgendwie Farbe im Haar zu haben, scheint eine Grundvoraussetzung zu sein, oder was? Um da irgendwie WG-Mitglied zu sein, oder wie? Ja, was heißt denn das jetzt genau? Ja, eben, mit Intim, mit Intimität. Haben die auch Sex miteinander, oder was? Gucken die sich gegenseitig zu, wenn sie sich selbst befriedigen, oder was? Oder wie? Das ist ein bisschen, das ist bisher noch, wird um dieses Thema so herumgeschifft, ne? Vielleicht kommt es ja noch. Stellen, nee. Ich hatte so ja. Neon-Orange. Oh. Mhm. Ich bin aber irgendwie gar kein Fan von Orange und Gelb. Gehen die ich auch gemeinsam auch kacken? Nicht. Ja, eben. Aber das sah schon sagen. Geil aus. Ich sah aus wie so eine Pylone. Unser Zusammensein ist schon so eine bunte Mischung aus so voll verschiedenen Menschen. Und ich glaube, das macht uns auch alle so ein bisschen aus, dass wir so wild durcheinander sind, aber irgendwie doch voll gut miteinander harmonieren. Ich lerne gerade was über Laufkäfer und hier ist es quasi wie so eine Art gemeinsamer Lernspace, wie wenn man in die Bib geht oder so. Und das tut mir extrem gut. Aber ich glaube, den größten Vorteil dieses Zimmers finde ich, dass ich zum Lernen hier reinkommen kann und auch wieder gehen kann. In meiner Ja, und das kannst du doch in deinem eigenen Zimmer auch. Der größte Vorteil ist, dass ich zum Lernen reinkommen kann und auch wieder gehen kann. Ja, das kann ich in meiner Wohnung hier auch, das kann ich auch in einem eigenen Zimmer auch. Was ist da jetzt bitte, was ist da jetzt der Unterschied bei dem Zimmer? In WG hatte ich halt ein 10 Quadratmeter Zimmer und wenn ich Pause gemacht habe, bin ich dann meistens vom Schreibtisch direkt dahinter ins Bett gegangen und dann war es für mich schwerer, mich auch abzugrenzen. Es kommt allgemein selten vor, dass wir so wirklich Dinge zu fünft planen, sondern das passiert einfach immer eher spontan und deswegen ist es auch immer voll okay, wenn Leute da gerade spontan nicht für bereit sind. Wenn Familie zu Besuch kommt, zumindest bei meiner Familie, ist es so, dass ich dann halt auch der WG so sage, hey, meine Eltern sind da, ihr könnt euch auch gerne dazusetzen, wenn ihr wollt, aber es ist natürlich halt auch... Das ist ja für die Eltern auch sehr interessant, ne? Die möchten mit ihrem Kind mal in Ruhe sprechen, auch vielleicht über familiäre Dinge. Und dann sitzt da irgendeine Honk dabei aus der WG. Was soll denn das? Das ist doch. Das ist rücksichtslos, ist sowas, finde ich. Rücksichtslos. Auch so kein Zwang dann mit meinen Eltern zu chillen. In manchen Wochen verbringen. Wahrscheinlich kommen die Eltern auch gar nicht erst, weil sie denken, komm du bitte zu uns. Wir kommen da nicht hin. Ich mit manchen Leuten quasi jeden Morgen. Die Eltern werden auch geteilt, ja genau. Wahrscheinlich ist es so, genau. Abend zusammen und manchmal sehe ich Leute auch mehrere Tage nicht und das gehört ja auch zum Wohnen irgendwie dazu und ist bei uns auch so. Das sieht gar nicht nach Informatik aus. Ich habe Informatik auch gemacht, du Nase. Mhm. Ach du je. Aha. Es ist dann noch umweltfreundlich, das Zeug da, was er sich da in die Haare geschmiert hat? Oder mussten da Tiere für sterben? Ich find's gut, also ich find's sehr schön. Ich hab's mir ein bisschen heller sogar noch vorgestellt oder so ein bisschen... Ich finde, es sieht sehr aus wie Gras. Aber es gefällt mir wohl. Klar gab es auch mal Momente, wo ich so wirklich dachte, oh, vielleicht ist das gar nichts für mich. Also vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie größeren Streit in der WG gibt.
habe ich dann manchmal so, oh Gott, das ist so viel. In der WG lerne ich natürlich auch besser auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Also halt zu gucken, so, hey, wie geht's mir und was brauche ich gerade? Also brauche ich mehr Ruhe oder... Ja, doch, gerade nicht. Ja, brauche ich mehr Ruhe? Ja, ja, eben. Die hast du ja nicht. Will ich gerade lieber um Menschen sein? Ist gut, oder? Oder kannst du nicht lesen? Wolltest du noch Tee haben? Ja. Komm, dann gib deinen Tass. So eine Thermoskanne habe ich auch. Ja, aber nicht Fakte. Genau so eine. Genau die. Kommunikation spielt bei uns in der WG eine große Rolle. Wir haben halt ein WG-Plenum, das machen wir einmal wöchentlich. Ach du meine. Und ja, da besprechen wir halt alle möglichen Sachen. Ja, starten wir das Plenum. Ist das für alle okay, dass ich die Modi mache? Ja. Genau, dann starten wir mit der Check-in-Runde. Möchte jemand anfangen? Check-in-Frage ist, was ist euer Lieblingsbrotaufstrich? Ja. Was? Möchtest du anfangen, Juli? Ich bin immer noch Juli und nutze AI-Pronomen. Und mein Lieblings. Machen die jetzt nur für die Kamera oder stellen die sich immer jedes Mal jetzt so vor, wenn sie so eine komische Konferenz machen? Ich dachte jetzt, die reden irgendwie über Probleme. Wer macht, da hat jemand den Abwasch nicht gemacht oder da was weiß ich. Könnt ihr bitte mal dafür sorgen, dass auf, nach dem Kacken bitte auch geputzt wird und keine Kackstreifen im Klobecken sind oder sowas in der Art, habe ich jetzt gedacht. Sowas kommt jetzt. Ja, ich bin Juli, Pronomen er ihn und mein Lieblingsaufstrich ist... Was soll das denn? Lieblingsbrotaufstrich ist Senfagave. Ich bin Lasse, auch immer noch Erin-Pronomen. Mein Lieblingsbrotaufstrich, momentan glaube ich wirklich Hummus. Ich bin Rumi, ich benutze Day- oder Mensch-Pronomen. Mein Lieblingsaufstrich ist der Sandy, so Senfdill. Mhm. Mhm. Uns ist wichtig und wir legen Wert darauf, dass alle Menschen, die hier in der Wohnung sind, so sein können, wie sie sind. Ja, das glaube ich nicht. Dass das so ist. Das glaube ich nämlich genau nicht. Wenn derjenige nicht zu euch ins Schema passt, dann wird er sofort verachtet und sofort und hat und ja, ne? Also. Und auch mit den Pronomen angesprochen werden, die sie sich für sich wünschen. Also ich würde auch schon sagen, dass so Sachen oder Erlebnisse, die wir halt hatten, die diskriminierend waren, irgendwie auch zusammenschweißen. Wir glauben auf jeden Fall auch, dass gerade auch viele Probleme, die es so gibt, einfach daher kommen, dass Menschen nicht genug miteinander kommunizieren. Und wir wollen das hier in unserem Rahmen und in unserem Zusammenwohnen einfach anders und besser machen. Okay, dann kommen wir zum Punkt Finanzen. Wie sieht's mit dem WG-Konto aus? Ein Tag Martin Sellner in der WG. Ja, da müsste dann die Kamera dabei sein. Dann hätten wir, dann glaube ich, das wäre ein Spaß. Ja, genau. Oder Schlomo. Kasper und Schlomo. Ein Tag in der WG. Ach, das wäre lustig. Da würde ich sogar Geld für bezahlen, um mir das anzugucken. Sekunde. Lass mich mal einloggen. Ja, wir haben noch 211 Euro auf dem Konto. Finanzen, die uns alle betreffen, wie zum Beispiel... Wir haben noch 211 Euro auf dem Konto. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig heftig. Also selbst das Geld muss sozusagen gemeinschaftlich eingebracht werden. So, ja, okay. Strom, Miete... Denn ist die eine, die Geschlechterforschung studiert, die kriegt nichts auf die Reihe später, weil sie beruflich da irgendwie, wenn sie überhaupt... darf sie da in irgendeine staatlich finanzierte Butze da vielleicht arbeiten und der andere, der Informatik studiert, der hat vielleicht einen super Job als Informatiker. Ja, und? Was hat er denn davon? Gar nichts, weil das ganze Geld sein Geld dann verprasst wird. Aber auch Essen, was wir ja auch teilen, die haben wir auf einem gemeinsamen WG-Konto und da zahlen wir jeden Monat jeder einen gleichen Beitrag ein. Und auf das kann jeder zugreifen von uns. Wie hoch denn? Wir finanzieren uns ganz unterschiedlich hier. Einige gehen arbeiten während des Studiums. Aha. Und andere bekommen ihr Kindergeld oder werden von den Eltern finanziert. Aha. Achso, ja. Wurde schon gefragt, ob jemand was zurückbraucht? Ja, ich habe letztens Aufstriche gekauft und Tee und so. 20 Euro, meine ich, waren das. Korrekt. Ja. Mach ich das kurz.
Mhm. Ihr könnt schon mal weitermachen. Wenn Leute etwas kaufen möchten vom WG-Konto, dann sprechen sie das an, sollte es teurer sein, und dann kann drüber gesprochen werden. Entscheidungen treffen wir eigentlich alle nach dem Konsensprinzip. Ich glaube auch, dass das an manchen Stellen wirklich anstrengend sein kann, aber wir halten das halt trotzdem für wichtig. Und dann nehmen wir das auch in Kauf, dass es halt anstrengend ist, damit wir so weiter miteinander leben können, wie wir miteinander leben möchten. Gibt es noch irgendwas, was angesprochen werden möchte? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir darauf achten, die Schreibtische, nachdem wir daran gearbeitet haben, wieder aufräumen. Ja, ich muss nächste Woche viel lernen, deswegen würde ich mich darüber freuen. Aha. Also der hier, der jetzt hier links, das ist, glaube ich, der Einzige, der noch einigermaßen basiert ist. Der hat ja auch diesen Pronomenquatsch sich nicht vorgestellt. Und der hat jetzt zum ersten Mal auch was wirklich, ne, was so eine WG-Konferenz denn beinhalten sollte, angesprochen. Nach dem Motto, ne, wenn ihr am Schreibtisch arbeitet, verlasst ihn bitte sauber, damit der Nächste auch wieder dran arbeiten kann. Ne? Genau. Also ich glaube, der ist derjenige, der am ehesten dann schnellstens wieder auszieht. Ich glaube, das mit dem klappt das nicht so, oder? Ja. Okay, cool. Ja, sagst du jetzt. Natürlich ist es so, dass wir, so wie wir miteinander wohnen, uns auch manchmal auf den Keks gehen oder auf die Nerven gehen. Also es gehört zu dem WG-Leben, wie wir es haben, halt auch dazu, dass wir uns aussprechen. Und ich finde das auch eigentlich ganz schön, dass es so ist. Okay, ich glaube, das war's dann mit dem Plenum. Und ich freue mich auf den Filmabend heute Abend. Ja! Also man musste sich natürlich erstmal ein bisschen einleben und irgendwie damit anfreunden, irgendwie, wie das ist. Und gerade auch damit, dass man halt irgendwo neu einzieht, wo halt viel mehr Nähe da ist und wo auch wirklich alles kommuniziert werden muss. Es hat sich dann einfach so entwickelt, dass es irgendwie immer normaler geworden ist und immer angenehmer auch. Ich finde das total schön, dass wir so viel gemeinsam irgendwie machen. Und ich mag das auch einfach, dass wer da ist, wenn ich nach Hause komme. Und dann finde ich das schon schön, wenn man sich generell einfach nochmal über den Tag so unterhält. Ah, sie putzen gemeinsam die Zähne, kacken sie auch gemeinsam, oder was? Halten kann. Meistens sprechen wir uns abends ab, wer in welchem Zimmer schläft und auch wie viel Rückzugsbedürfnis ist. Ja, aber allein die Bettwäsche. Ich möchte noch nicht in der Bettwäsche schlafen, wo andere drin geschlafen haben. Selbst wenn das gute Freunde sind. Das ist doch unangenehm, das ist doch eklig. In der WG kuscheln wir halt auch miteinander und das ist natürlich schon etwas Ungewöhnliches, weil viele das nur innerhalb von Beziehungen kennen oder so. Aber irgendwie ist es ja auch ein menschliches Bedürfnis, so körperliche Nähe mit Menschen, die man lieb hat. Hey, fühlst du dich gemütlich? Ja, es ist schon ein bisschen bequem. Okay. Wenn es ums Thema funktionales Wohnen geht, ist es irgendwie auch schnell ein Vorurteil, dass Leute sagen, habt ihr dann noch alle was miteinander oder so? Und das mag vielleicht auf andere WGs zutreffen, aber bei uns ist das nicht so. Das WG-Zusammenleben ist auch so ein Stück weit Utopie. Auch gut sein kann, nicht so einsam zu sein oder halt auch eine neue Familie quasi aufzubauen. Ist jetzt 10:45. Ich würde jetzt gleich mal losgehen zum Container. Jo. Ja. Ich komm mit. Gut, ich bin auch dabei. Ich glaube, ich bleib einfach hier. Zum Container? Ja, ja. Okay. Wie ist es, wenn wir zurückkommen? So? Willst du allein schlafen oder ist es okay, wenn man sich dazulegt? So? Oh, ihr könnt euch voll gerne zulegen. Fände ich lustig. Okay, schön. Cool. Gut. Dann auf. Auf geht's. Tschüss. Mona. Jetzt werden erstmal die Schubladen durchschnüffelt von den anderen, die mit den intimen Sachen, die sie nicht teilen wollen. Wir Containern. Leslie Feinberg, Stone Butch Blues. Weil die Lebensmittel da sind und sie werden von den Supermärkten weggeschmissen. Das ist wie eine Art Wocheneinkauf für uns. Das ist nachhaltiger, das spart Geld.
Wir gehen halt meistens nachts los, weil es entspannter ist für uns. Wir sind weniger sichtbar. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es politisch ist, weil es einfach irgendwo auch halt kritisiert, dass so viel weggeworfen wird. Und wir riskieren damit ja auch was. Für mich ist das jetzt heute das erste Mal Nachtscontainer mit der WG. Ich war vorher halt in einer anderen WG. Ist das nicht strafbar? Ist das nicht eine strafbare Handlung? Auch mit den Leuten schon Containern. Und wir haben das auch nicht ganz so mit System gemacht. Noch eine Stirnlampe oder reicht das? Nee, das passt gut. Also im Grunde ist das Kamerateam, ist es also quasi Komplize jetzt in dem Moment. Oder wird das, oder wurde das irgendwie zur Anzeige gebracht oder was? Also ich meine. Okay. Gut. Dann die Tüten. Wohnungsschlüssel. Wir sind fertig. Ja. Let's go. Jetzt fehlt noch, was da noch gefilmt wird beim Container. Auf jeden Fall die Momente, in denen ich einfach nur allein sein möchte und mich so verkrümeln möchte. Zu viel wird es mir zum Beispiel, wenn ich abends allein sein möchte, noch gestört werde oder es dann nicht schaffe, allein zu sein, weil irgendwie immer wieder Kommunikation ansteht. Und dann muss ich einfach auf mich hören und mich bewusst zurückziehen und das anderen irgendwie zeigen. Ach nee. Und wir spielen dabei lustige Musik, während ein Verbrechen begangen wird. Und gucken den Leuten beim Containern zu. Genau. Gleich beklauen sie auch noch eine alte Oma und eine Tankstelle. Und ach, ist die Welt schön. Wir sind jetzt beim ersten Supermarkt. Schauen wir mal, was in den Tonnen steckt. Das ist doch auch ekelhaft. Also wirklich. Also noch nicht mal aus ideologischen Gründen oder was auch immer würde ich auf die Idee kommen, sowas zu machen. Okay. Was ist hier? Okay, das sieht nicht so gut aus. Ja, man kann darüber ja streiten, ob es richtig ist, dass es Diebstahl ist und dass es kriminalisiert wird. Darüber kann man ja streiten. Klar, natürlich, wenn Bedürftige was brauchen und sich da was rausholen, dann kann man nicht ernsthaft das bestrafen. Das sehe ich ja vollkommen ein. Aber im Moment ist es jedenfalls noch kriminell. Es ist noch nicht entkriminalisiert. Und dann finde ich, ist das ein bisschen merkwürdig, das hier so wie selbstverständlich hier so zu filmen. Also, weiß ich nicht. Jetzt holen die den Kram da raus. Oh, da brauchst du die Haare gar nicht grün zu färben. Die werden von selber grün. Hier sieht's ganz gut aus. Nudeln. Igitt. Oh mein Gott, ist das Marmelade. Zwischen diesen Müllsäcken da. Boah. Ich hab grad gegessen, Mensch. Die waschen das doch. So, trotzdem. Nee, Leute. Da bin ich raus. Also das ist für mich... Das ist das Allerekeligste, was ich mir vorstellen kann. Aus so einer Mülltonne da Obst und Gemüse rauszuholen. Auch wenn man es hinterher wäscht. Nee. Tut mir leid. Da ist für mich eine Grenze überschritten. Da bin ich zu empfindlich. Toast. Gut. Habe ich da schon 20 Packungen von, aber. Oh mein Gott, wie schimmelig bitte dieses Brot. Ja, stimmt. Das kommt auch dazu. Im Grunde genommen klauen sie es den Obdachlosen weg, ne? Habt ihr vollkommen recht. Das ist eigentlich das, was dazukommt. Das ist eigentlich nur. Sie tun alles so solidarisch, aber sie klauen gerade den Obdachlosen. Deren potenzielles Essen, was sie sich vielleicht noch irgendwo zusammensuchen, ne? So kann man das auch betrachten, in der Tat. Ich geh mal zur anderen Seite. Oder vielleicht ist da auch noch was drin. Wenn man sich das hier anguckt, ja, klar liegen da auch Sachen drin, die nicht toll sind. Aber also, wir waschen die Lebensmittel ja sehr gründlich. Und, also nee. Bei mir, ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren und es ist noch nie was passiert. Oh, ich freue mich aber sehr über diese Äpfel. Mhm. Geil, Apfelkuchen, oh mein Gott. Ja, Bock hier in diesem Tonnen entscheidet sich, was wir in der nächsten Woche essen werden. Also, hat sich entschieden. Solche vollen Tüten nehmen die da mit? Oh nee.
Nee. Also ich bin ja erstaunt, dass einige von euch das ja sogar noch offenbar gut finden oder was und das auch so machen würden. Nee. Finde ich total ekelhaft. Also allein der Gedanke, ich würde nichts davon anrühren, nichts davon würde ich essen. Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, so lange wach zu bleiben, weil wir auch doch irgendwie einiges containert haben. Und ich freue mich auf die Kuchen, die daraus entstehen werden. Und jetzt freue ich mich aber auf jeden Fall auch auf mein Bett. Hallo. Hallo. Guck mal, was wir fettes containert haben. Nice. Und halt so übel viel so Äpfel und so. Voll nice. Ja. Avocados, Paprika. Oh, geil. 3 Milliarden Kilo Toast. Also es ist jedes Mal schon cool, auch so zu sehen, so was alles halt aus der Tonne kommt. Wenn wir Sachen kaufen, dann gucken wir schon darauf, dass das halt nur vegan ist. Bei so containerten Sachen ist das für uns auch okay, wenn da halt Milch oder Ei drin ist. Aber das kennzeichnen wir dann eigentlich auch immer. Ich glaube, jede WG ist so eine Art Bubble, wo man... Und ja, wird es dann auch gegessen oder nicht? Ja, wer... Hä? Dann ist es okay, wenn auch Milch oder Ei drin ist. Ja, also, wenn es umsonst ist, dann vergessen wir unser Vegan-Sein mal oder was. Dann fressen wir auch Fleisch und Tierprodukte. Oder wie? Sag mal ehrlich. Sich so auf Regeln oder Umgänge einigt und so und nicht anders ist halt auch bei uns. Nur, dass diese Umgänge jetzt vielleicht nicht so gesellschaftlich normal oder normativ sind, leider. Ich bin momentan mega froh und glücklich damit, wie ich hier wohne. Und kann mir das auch erstmal weiterhin so vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann nochmal anders wohne. Also ich würde schon sagen, ich brauche immer Menschen um mich herum. Also komplett allein kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind jetzt seit 3 Monaten zu fünft. Und das WG-Leben hat sich eigentlich nicht so krass verändert. Also Quinn passt hier wirklich super rein, was natürlich auch schön ist zu bemerken. Ich habe auch schon das Gefühl, dass ich Ewigkeiten schon hier wohne. Ich würde einfach sagen, dass es eine total gute Entscheidung war, hier hinzuziehen, weil ich mich super gut mit den Leuten verstehe und wir super viel zusammen machen und reden und einfach eine gute Zeit haben. Ja, haben die auch mal irgendwie ein Leben denn auch außerhalb? Gehen die auch mal weg? Haben die auch sonst andere Freunde oder was? Oder wie? Das wirkt ja so, als wenn sie nur von morgens bis abends irgendwie zusammenhängen und wie so ein Biotop sind. Das meinte ich ja vorhin schon. Wenn das so ein geschlossener Kreis ist, der sich dann irgendwie radikalisiert, haben die eine Arbeit? Nee, die studieren alle. Geschlechterforschung. Dinge, die unsere Gesellschaft auf jeden Fall braucht und weiterbringen werden. Ich wünsche mir auf jeden Fall für die Zukunft meiner WG, dass wir noch viele nette Jahre zusammen haben und dass wir weiter in Kontakt bleiben, falls sich die WG irgendwann mal auflöst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in 10 Jahren noch denken werde, dass ich mega dankbar dafür bin, dass ich mich dafür entschieden habe, das zu machen, auch wenn ich so Befürchtungen hatte und einfach mal diesen Schritt zu gehen, der ja auch unkonventionell ist, das ist schon alles sehr, sehr wertvoll für mich. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist ja auch überhaupt nicht eingeordnet worden. Das ist ja kein Offsprecher zu hören gewesen. Es gibt keinen, der das jetzt irgendwie mal... Das wird alles so als vorbildlich und toll irgendwie hingestellt. Das hätte man irgendwie ein bisschen kritischer einordnen müssen, das Ganze. Was die machen in ihrer WG, das ist deren Sache. Wenn sie damit glücklich sind, sollen sie es machen. Mein Gott, was soll man darüber irgendwie... Ne? Es ist ja erstmal nichts, was irgendwie jetzt... was irgendwie jetzt kriminell wäre oder so. Nur das mit den Containern. Das fand ich jetzt halt schon etwas grenzwertig. Und dann eben auch noch einzublenden. Ja, übrigens, das ist kriminell. Das dürfen die eigentlich nicht. Und sind dann mit der Kamera trotzdem Komplize bei der Aktion? Schwierig. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, also das für mich wäre das der absolute Albtraum, mit solchen Leuten zusammenzuwohnen und in solchen Verhältnissen. Das ist das Gegenteil von dem, was mir gut täte. Ja. Na gut.
dann haben wir das auch. So.